begrüße das Gemüse. Willkommen hier aus dem Stadio Nazionale in Rom. Willkommen hier zu Pro Evolution Soccer 2020 mit der AS Roma Europa League gegen Dynamo Kiew. Erstes Spiel gegen Zürich gewonnen und jetzt Spiel Nummer 2 in der Gruppenphase gegen Dynamo Kiew. Und Spiel geht los. Und ein Wurf hier. So. Wow, Kicker wäre hier gut gestanden. Jetzt war Checker! Das ist 1-0. Er hat es drauf. Ja, schönes Tor, Edin Čeko. Verteidigung steht zwar dicht, aber Čeko findet einen Weg. Und es steht 1-0. Hier die Führung. Boah, echt das? Muss ich nur gehen? Und ein... Boah, warum ist Paul?
Nein, es war ja kein Foul, du Eierbär. Bist du narrischer. Das war ein Foul. Oh, boah. Gefährlich. Also hält und Abstoß. Was ist denn? Die Soccer Recotten. Ja, oh, Lage für sich. Jetzt da, El Ferrari. Ja, genau. Okay, go! Und Halbzeit 1:0 geführt. So, können wir jetzt noch etwas drauflegen? Ja, weißt du So, kann man da nicht abnehmen. Ah, ein Wurfballer. Ja, denke mir. Was ist das?
von hinten, oder? Ja. Und Martial. Und Pearson. Und Martial. Und Pearson. Mit dem Ball. Und jetzt da. Martial. Und Foul, jawohl. Freistoß. Alles Roma. Und keine Karte. Und jedes Mal auf ist der Derby. Ja, ja. Boah, das ist der Master Strike, oder? Oh, wow! Das war jetzt gefährlich. Puh! Und ah, was war das? Kompletter Vollpass. Ah. Für das müssen sie noch petzen. Und nächster Sieg, wieder nur 1-0, Wahnsinn. Wirklich unser Lieblingsergebnis. Und wenn es so weitergeht, nur immer 1-0, wie schon gesagt. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Und das heißt dann auch, dass wir doch nach vorne eben nicht so stark sind, wie erwartet. Aber wir machen das Tor, das zum Sieg führt. Und das hilft uns letztendlich weiter. So, und der Schlager. Nein.
So, Mannschaft des Monats, Chico und Martial sind und der Rossi sind dabei. Sehr cool. Und wir gehen gleich direkt ins nächste Spiel. Und zwar gegen AC Milan. Trikots. Oh cool, schwarz. So, live aus dem San Siro und oder Giuseppe Merkel Stadion. Die wollten zum letzten Mal zu sehen sein in Revolution Soccer. Das war das vorletzte Mal, denn es wird ja abgerissen und ein neues Stadion wird aufgebaut. Schade eigentlich, ein schönes Stadion. Naja. Los geht's, der Schlager AC Milan gegen AS Roma. Viel Sonne. Und Checo versucht es gleich nochmal. Ah, da hätte der Pass gleich erfolgen sollen. Oh, Schuss. Oh. Abgewehrt. Echo, nein. Und gestern, aber der ist langsam. Oh! Einwurf Milan. Ah, AS Rom, Entschuldigung. Hmm.
So, jetzt der Schusso! Abate! Belgier! Ja, Milan etwas stärker jetzt. So, in der Checo! Vita Abate. Da kannst du schießen, so du willst. Wenn der Tormann hält, dann hält er. Da kannst du nichts machen. Und 0-0 Abseits. So, 0-0 zur Halbzeit. Das werden wir natürlich jetzt ändern. Und oh. Abate wieder gehalten. Und der erste Schuss auf Tor. Von Milan. Dieser Ravi Perotti. Ja, danke mal. Pfeift er nicht. Er pfeift das nicht. Wahnsinn. Wenn ich das noch ist, sofort das Meter. Oh, das kann es nicht sein. Wahnsinn.
schwierig hier durchzukommen. Sehr schwierig hier durchzukommen. Zeit. Jawohl. So, Checo schickt und Martial in da. Letzten Wechsel. Vielleicht geht jetzt noch etwas mehr nach vorne. So, Pellegrini. Pellegrini versucht es. Ach, glaub mal. Das ist hier ja. Und da ist es 1:0. Gerson, der Torschütze. Spätes Tor. Wahnsinn, plötzlich. Alles offen. Toller Pass von Perotti und Gerson. Easy cheesy. 1:0. Und 2:0. Schick mit dem Tor. 2:0. Schön gespielt. Und zum ersten Mal in dieser Saison schießen wir mehr als ein Tor. Zwei sehr späte Tore entscheiden das Spiel. Und jetzt wird nochmal gewechselt auf Seiten des AC Milan. Und das war's. Sieg. Auch gegen den AC Milan. 2:0 diesmal. Gerson in der 87. Minute und in der 92. Schick mit dem Tor. War eher ein langweiliges Spiel. War nicht so effizient wie die letzten Spiele. Und so chancenreich. Von Milan kam selber fast nichts. Ein Torschuss. Und das war's. Da ist er, der einzige Torschuss von AC Milan. Und hier, dann auf einmal
das 1:0. 87. Spielminute, Gerson mit der Rücknummer von Francesco Dotti. Mit der Rücknummer 10. Macht sein erstes Tor in der Liga. Und hier 2:0, schön gespielt. Schick noch fit und bam, macht das. Ja, wieder 3 Punkte. Juventus gewinnt auch wieder. Jetzt Juventus den 3. Sieg in Folge. Schlecht gestartet, aber jetzt geht es dahin. Lazio ist uns aber noch immer auf dem Pferden. Puh. Juventus kommt auf Platz 10. Ja, nächster Sieg, das erste Spiel mit mehr als ein Tor, ja. Italia in der Rückspiel. Nochmal 7 Tore. Ja, das sind halt Lazio, ich hab das schon halt schon 11. Hab 2 Unentschieden, aber immerhin 11 Tore. Carina hat sogar schon 12. Ja. Da, was ist das denn? Mirage. Sondern Verhandlungen. Okay. Carmelucci. Ja, dann ist es. Ja. Ein Kick dafür. Ja, das war's wieder von dieser Folge. Danke fürs Zusehen und wie immer ein Like da lassen, ein Abo nicht vergessen und
Kosciuszko. Oh ja, gut, sind aber.